Eigentlich ja nicht. Muss ich da hoch? Ja, natürlich. Hä? Jetzt blicke ich nichts mehr. Ach, ich muss da hoch. Ah, okay. Okay, Peilung verloren. Wiedergefunden. Dadurch. In mein blaues Portal. Ah, nicht genügend Schwung. Das heißt, erstmal hier durch. Oh. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ich muss dann auf diese kleine Plattform, glaube ich, noch sowas hinmachen. Oder auch nicht. Das ist jetzt seltsam. Gut zu spät für euch. Was? Wir gehen nicht kaputt. Doch. Schön, die Welt durcheinander schießt. Da hoch. Da hoch. Wie komme ich da hoch? Ich brauche ja irgendwie eine Wand oder sowas. Ja. Hm. Ist aber nichts dort. Wie soll ich das machen? Die Lösung liegt nicht etwa hier? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich mach da ein Portal hin. Eins. Ah, doch, ich verstehe. Hier ein... Ja. Geh weg. Blaues. Das Orangene mache ich dann dahin, dass ich runterspringen kann. Und habe dann ganz schön viel Schwung drauf, um dann da hochzukommen. Ja. Genau so. Dann muss ich da hoch. Dann hier entlang, über diese Brücke, die schlecht gesichert ist. Wow. Und hier sehen wir, da geht's richtig nach oben. Wie riesig das ist, nach unten auch. Also echt fett krass riesig. Wo geht's hier hin? Da lang. Oder? Boah. Hier nochmal ein Ausblick, gigantisch riesig. Dummer Stuhl, geh weg. Einfach nur riesig. Und an die Röhre müssen wir jetzt gleich rein. Ey, wenn jetzt der Speicher zu Ende geht. Ich glaube aber nicht bei 100... Ich glaube 148 GB oder so waren noch. Wo sind wir jetzt? Tja, da sind sie. Oh. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Denn trotz ihrer Gewaltbereitschaft ist ihnen bisher nur eines gelungen, mein Herz zu brechen. Oh. Seien sie damit zufrieden und wir hören einfach auf. Wir wissen wohl beide, dass es so nicht laufen wird. Sie wollten es so. Jetzt gibt's eine Überraschung. Überraschung in 5, 4. Einen Moment was? Auszeit, das sollte nicht passieren. Sehen Sie, was da aus mir herausfiel? Was ist das? Ich bin überrascht. Das habe ich noch nie gesehen. Na egal, das Rätsel löse ich später. Alleine. Denn sie sind dann tot. Wo gehen sie damit hin? Ich glaube, die hat hier leicht die Störung. Ich würde mich nicht damit abgeben. Ich glaube, wenn sie das berühren, wird ihr Leben nur noch schlimmer. Die Bilder auch. Etwas seltsam alles. Ich hab's aber nicht mal berührt. Ich will mich ja nicht einmischen, aber sie sollten das Ding lieber in Ruhe lassen. Ach, wer es glaubt. Glauben Sie etwa, ich spiele psychologische Spielchen mit Ihnen? Ja. Also, jetzt mal im Ernst. Oh, verdammt. Na gut, schön. Berühren Sie es, heben Sie es auf und stecken Sie es wieder rein. Jetzt mal ehrlich. Ah. Wir wissen beide nicht, was das da ist. Ofen. Legen Sie es in die Ecke. Hab ich gemacht. Dann Witze. Haben Sie das Aperture Science Ding, das keiner versteht, in die Aperture Science Intelligenz Notverbrennungsanlage geworfen? Ich glaub schon. Das ist ja wohl das Blödeste, das je. Oh, wow. Nein. Das ist sehr gut. Gute Nachrichten. Ich weiß jetzt, was das Ding, das Sie verbrannt haben, war.
Es war ein Ethikkern, der installiert wurde, nachdem ich das Enrichment Center mit tödlichem Neurotoxin geflutet habe. Er sollte verhindern, dass ich sowas nochmal mache. Oh oh. Also ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Nein. Was? Was? Wir haben nur 6 Minuten. Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger schmerzhaft als das Neurotoxin. Schaut mal, es zielt auf uns, schießt. Na gut. Wir gehen zur Seite und es schießt auf sich selbst. Und ihnen guten Rat geben schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Warum fliegt es da nicht hoch? Das war mal total unlogisch. Was sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe für Waisen genäht. Super hingekriegt, sie hält. Sieh dir das an. Nein, das andere. Puh, was ist mit deinen Beinen? Das ist kein kleine Mord, Typ, sondern Mord. Was hab ich ihnen je getan? Uns unterscheidet, dass ich Schmerz empfinden kann. Das ist... Oh. Der Kleine ist gestorben. 2 plus 2 ist... 10. Mir geht's bestens. Ich hab sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was sie wohl tun. Tja, den Teil von mir haben sie zerstört. Auch wenn ich's noch so sehr möchte, kann ich das Neurotoxin leider nicht schneller in ihren Kopf kriegen. Oh. Ich möchte noch betonen, dass sie alle Das muss sie überhaupt nicht machen, eigentlich. Sogar eine Party für sie geben. Eine große Party mit all ihren Freunden. Ich habe ihren Freund, den Begleiter Kubus, eingeladen. Nur konnte er nicht kommen, weil sie ihn getötet haben. Ihre anderen Freunde konnten auch nicht kommen, weil sie keine anderen Freunde haben. Sie sind wohl sehr unbeliebt. Ja. Hier steht's ja auch in ihrer Personalakte. Unbeliebt. Ja. Von keinem gemocht. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern wird. Ja, und selbst wie ganz nichts. Um die niemand trauern wird. Genauso steht es hier. Ganz formell. Ganz offiziell. Hier steht auch, sie wurden adoptiert. Das ist auch komisch. Beispielsweise Cracker in Fischfarm. Streusel in Fischfarm. Ich glaube nicht. Neugierig. Sind sie neugierig? Hahaha. Neurotoxin. Tödlich. Ich ersticke. Was, sie erstickt? Als ich Neurotoxin tödlich nannte, war tödlich absolut ironisch. Ich könnte darin baden. Es baden, ja, macht es nicht. Wieso hängst du in der Luft fest? Für mich. Sie dagegen werden seine Tödlichkeit weit weniger lustig finden. Alles klar. Wer backt den Kuchen, wenn ich weg bin? Sie? Tja, sie verschwenden ihre Zeit. Und sie haben wirklich nicht mehr viel zu verschwenden. 3 Minuten noch. Worum geht's ihnen denn? Ich glaube, der Typ ist wild. Dann sollten sie mir auf keinen Fall Schaden zufügen. Ich habe ihren Gehirnscan mit Backup, falls ihnen etwas Schlimmes zustoßen sollte. Und das steht direkt bevor. Glauben Sie nicht? Hier, hören Sie mal. Hallo! Das sind Sie, so blöd klingen Sie. Sie hatten Unrecht bei allem, was Sie je gemacht haben und hier... Hallo! Oder so ähnlich. Herzensbrecher. Hallo. Oh. Vollzeit angestellt. Was haben Sie bloß falsch gemacht? Wollen Sie etwas sehen? Draußen ist nicht mehr so, wie es früher war. Wenn Sie da kommen, oh, das ist heftig. Ich glaube, die werden jetzt alle... Ich vernichte sich gerade selbst, ja. Boah. Oh, wie hell. Was? Ah, ich hebe ab. Ich hebe ab, ich will nicht abheben. Ich will nicht weißen Bildschirm haben. Was ist passiert? Ja. Oh. Hey, wir sind an der Oberfläche. Aperture von außen. Und wir haben es zerstört. Wir haben es. Ja. Gesiegt. Aber ich höre da wen. Und wir werden weggeschleppt. Es ist nicht gut. Aber wir haben es geschafft. Das ist das Ende von Portal. Mir hat es sehr gut gefallen, so ein kleines Spiel. Ich habe es von PSKR 3 bekommen. Ich glaube, so heißt er. Ja.
schaut auch bei ihm vorbei, es empfiehlt sich, er macht gute Videos und ja, danke für den Gutschein für das Spiel und schauen wir uns noch an, was hier passiert. Hier sind lauter Kugeln. Und unser Begleiter Kubus, der am Kuchen sitzt. Kuchen. Genial, die Katze wird ausgemacht. Und jetzt lasst ihr euch noch alleine mit dem Song, hört ihn euch an und bis zum nächsten Projekt.